wieder zurück. Saphir, ein unwahrscheinlich großer Saphir lag zu oberst des Drachenschatzes. Er konnte Schmiedegeselle Hephaistos gehören, wenn er mutig genug war, ihn zu stehlen. Rubin, wenn Schmiedegeselle Hephaistos vorsichtig sein würde, könnte er vielleicht den eindrucksvollen Rubin am Boden der Rotte des Drachens stehlen. Ich nehme Rubin. Schmiedegeselle Hephaistos merkte, dass der Drache aus dem Schlaf erwachte, langsam den schuppigen Kopf hob und die Umgebung absuchte. Schmiedegeselle Hephaistos kam mit dem Schrecken und ohne Schatz davon und erwachte mit einem Ruck aus dem merkwürdigen Traum. Scheiße, das von Leonard habe ich jetzt nicht lesen können, dazu war ich nicht schnell genug, um durch mal Essen zu bereiten. Was? Geflügelsuppe. Eigenartig sind da. Du, depperte... Ist es nicht. Die wollt meine Geflügelsuppe essen, das Miststück. Du... Die will meine Ge... Nein! Boah, die ist so deppert, ne? Mache ich mir halt eine neue, aber... Das gibt's ja nicht. Das ist schon, ja. Bist du deppert, dieses gestörtes Weib? Das gibt's ja nicht. Jedenfalls, der König ruft nach uns. Aber, pff, das gibt's ja nicht, dass die depperte Kuh mir mein Essen weg... Na, das... gibt's nicht. Also... Ah, dann sehen wir gleich den neu zugebohrten Trakt. Grüße, Hephaistos. Wie schön, dich an diesem wunderbaren Tag zu sehen. Aufgrund deiner unglaublichen Charakterstärke und unschätzbaren Dienste für das Königreich habe ich beschlossen, dich zum Bürger des Jahrhundertspreis zu verleihen. Oh, und zusätzlich erhältst du einen großen Beutel Simleons. Juhu! Werde ich mich aber nach den besonderen Privilegien erkundigen, weil das wundert mich. Bürger des Jahrhunderts? Was für ein Glück! Ich sollte den königlichen Ratgeber fragen, ob diese... ich kann königlichen Waschraum benutzen und Getränke holen. Okay. Dann will ich umarmt werden, ein Bad nehmen und am Spiegel aufbrezeln. Okay. Mache ich gleich. Obwohl, mag ich eigentlich baden? Ich bin ja ein Ungepflegter. Na wurscht. Gut, ich sehe gut aus. Das freut mich. Na dann, gehe ich wieder nach Hause. Ach so! Na dann durch den Honigwandraum. Ist das Honigwand? Na toll. Ah, dann gehe ich ins Dorf. Das gibt's ja nicht. Und kauf mir 3 Honig. Aber ich mache extra diese Ansicht, damit ich... Ha! Genau das. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wisst was, Leute? Ich schneide den Part zum Dorf, weil ich auf dem Weg immer wieder Steine sammeln werde. Also bleibt dran, bis gleich. Willkommen zurück. Ja, ich habe noch ein paar Steine gesammelt und das musst du jetzt nicht unbedingt sehen. Das ist ja nicht so wichtig. Also kaufe ich mir 3 Stück Honig, damit ich den Honigwein im Königreich brauen kann. Hoffentlich werde ich nicht überfallen, das finde ich doof. Ja, das kann ja auch passieren, dass ich überfallen werde. Ich meine, als Monarch, Ritter ist mir das ziemlich egal. Honigwein. Nein, 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 nicht braun. Wir trinken holen. Ob ich wohl als Bürger des Jahrhunderts auch einen andere Preis erhalte, vielleicht sollte ich den Ratgeber befragen. Ja, gute Idee. Ratgeber. Ironikus oder wie du auch heißen magst. Ratgeber.
So, wo ist denn der Typ? Aha. Okay, ich gehe einfach zurück. Leute, kurzer Schnitt, ich peppel mich nur ein bisschen wieder auf. Also bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe das wieder geschnitten mit dem Schlafen und Essen, weil... Ich geht. Warum habe ich mich jetzt angekotzt? Es war ein köstliches Mahl, ich bin gut ausgeruht, ich bin begeistert und trotzdem speibe ich mich an. Das ist ja widerlich. Na geil. Fragen wir ihn halt nach den... Nun, Schmiedegeselle Hephaistos, du hast ein solch unverschämtes Glück gehabt, dass ich dir empfehlen werde, das Fortuna-Festival nochmal aufzusuchen und an einem Glücksspiel teilzunehmen. Wenn es sein muss. Aber bevor ich das mache, werde ich noch wieder meine Aufgaben schnell erledigen. Zum Glück ist das Fortuna-Fest wirklich gleich nebenan, also... Da war noch irgendwo ein... Ich suche jetzt gerade die Gegend nach Steinen ab. Ich war mir ziemlich sicher, dass da noch irgendeiner ist. Hm. Na, vielleicht habe ich mich vertan. Mhm. Ah, da. Dauert eh nicht lange, die Aufgaben zu erledigen, aber leider gehört das dazu. So, jetzt muss ich noch die Platte erstellen. Das ist ziemlich schnell erledigt mit Schmied, also... Wundert mich eigentlich. Meistens habe ich so scheiß Aufgaben. Na, lass mich einen Pinkel. Lass mich dir die Rüstung geben. Und perfekt. Zum Schauplatz gehen. Das Festival ist weg. Na toll. Was? Was? Inhaftierung? Was? Wieso werde ich inhaftiert? Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe meine Steuern gezahlt. Ich habe meine Aufgaben erledigt. Warte, bist weit. Ich habe meine Aufgaben erledigt. Ich... Wieso? Wieso werde ich inhaftiert? Oh, oh, Hephaistos scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Ein Schutzmann kommt, um ihn festzunehmen. Wieso? Was habe ich getan? Okay, ich dusche mich nicht sehr oft und ich bin ungepflegt, aber ich bin ein guter Schmied und... Ah! Wieso? Wieso werde ich inhaftiert? Und wie bin ich so schnell hierher gekommen? Kann ich warten? Gut, jetzt seht ihr, wie einer meiner Sims an den Pranger gestellt wird. Na toll. Das gibt's ja nicht. Plötzlich stand Schutzmann Jago direkt neben Schmiedegeselle Hephaistos. Der Schutzmann räusperte sich und begann eine Schriftrolle vorzulesen. Schmiedegeselle Hephaistos wurde aufgrund von abscheulichen Verbrechen gegen die Krone, einschließlich der grausigen Ermordung zahlreicher Bauern, Entweihung heiliges Bodens mit Feuer und des Diebstahls königlicher Schätze mit Feuer und die königliche Schätze zum Lebensentzug in der Grube verurteilt. Möge der Wächter deiner Seele begnadigen. Das... Scheiße, ich werde an die Grubenbestie verfüttert. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht sterben. Und das Einzige, was ich tun kann, ist warten. Ich kann wirklich überhaupt nichts tun. Ja, fütter die Grubenbestie, damit den Appetit an mir verliert. Aber ich habe nichts getan. Ihr habt doch gesehen, dass ich keine... Du Arschloch, wer bist du? Ah, das ist der Stellmach. Boah, ich werde dich sowas von verprügeln. Hey, königlicher Ratgeber Irwin. Was? Nein, nicht. Du Schwein, du.
Hallo. Aber wenigstens geht's mir gut, weil ich robust bin. Na toll. Eins mit der Natur. Ja, ich bin festgekettet. Ich habe nicht... Was soll das? Warum wurde Schmiedegeselle Hephaistos verhaftet? Die Krone hat ihn doch gerade zum Bürger des Jahrhunderts und nicht zum Brot für die Bestie erklärt. Gut, dann... Du Schwein sagst gerade, ja, ich bin unschuldig und schmeißt eine Tomate nach mir. Hast du sie nicht alle? Danke, dass du mein Leben gerettet hast, du Arschloch. Hinkst du schon lange so komisch? Warte, ich glaube, ich weiß, was das ist. Bitte komm sofort mit mir ins Schloss zurück. Ich muss dir etwas zeigen. Na gut, dann gehe ich zum Schauplatz. Wieso hinken? Ich hinke doch... Ich hinke? Warum hinke ich jetzt plötzlich? Das gibt's doch nicht. Ich fühle mich nicht toll. Ja, das... Magmafieber, na toll! Was soll das? Bitte lies das Buch sofort und verliere kein Wort darüber. Okay. Das gibt's ja nicht. Vom Regen... Wieder immer schlimmer. Erst ging's mir so gut und jetzt plötzlich... Nee. Kleiner Schnitt.